Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ich hatte eben mal eine kleine Pause gemacht. Tatsächlich, eigentlich habe ich schon aufgehört gehabt, aber irgendwie habe ich zu viel Spaß dran heute, um hier aufzuhören. Leider haben mich Kopfschmerzen etwas zurückgeschmissen, aber ich hoffe, ich habe sie jetzt soweit erstmal zurückgedrängt. Und das hier ist auch schon, die Pistole. Ja. Die 8. Folge, die ich heute aufnehme. Aber hey, ihr habt gerade mal wieder Spaß dran. Daher. Wir haben ja eine Sister. Ich erinnere mich. Mich denn getroffen hier, du Kuh. Sagen wir also so, ich habe einfach zu viel Spaß gerade, um aufzuhören. Auch wenn ich unvernünftig bin und scheinbar etwas gegen meine Gesundheit arbeite. Aber das lassen wir uns hier nicht verderben und... Ne? Mom, wie viel ist 7 mal 12? Frag nicht mich, du Dummerchen. Frag den Nachhilfecomputer. Schatz, ich bin zu Hause. Was duftet denn hier so köstlich? Der automatische Küchenchef hat dir heute deine Lieblingsspeise zubereitet. Thunfisch-Surprise. Ist da mehr in der Und ich da musste drin. Keinen Finger rühren. Du willst dich... Ja! Dank nicht mir. Danke, McClendon-Robotik. Sicherheitsbots. Juhu. Nein, nicht da. McClendon-Robotik, das Leben Ihrer Kosten verbessern. Sprechen Sie noch heute mit einem unserer Berater. McClendon-Robotik in Minerva's Den, dem Herzen von Raptors Hochtechnologie. Tolle Werbung. Ich find's gut. Wir haben es gefunden. So, wir haben Adam gefunden. Das finde ich tatsächlich nicht ganz so gut. Aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, wir sind echt scheiße bewaffnet. 3 Heckpfeile. Gib mir die Autohacker lieber mal immer für... Oh, eine hat einen Dosenboden. Für Notfälle auf. Mal keine Zeit habe, groß zu hacken. Staubsaugerbot. Kann ich mir kaputt machen, ne? Tja, manchmal ist ein Bleiregen wohl einfach nicht genug. Heute habe ich den Empfang einer Ladung von diesen neuen Robotermodellen von McClendon quittiert. Ein Modell schleudert Lichtblitze, das andere feuert einen Schwarm Raketen ab. Also mir ist ja klar, dass wir hier im Rechenzentrum mit sensiblen Daten umgehen, aber... Mann, oh Mann, das ist ja der ganze Overkill! Das war getroffen. Geht auch noch hacken? Nee. Mehr 2 kann ich leider nicht haben. Das ist fast ein bisschen schade. Juhu, gratis Ding mit dazu. Da sagen wir auf jeden Fall nicht nein. Okay, die soll die nicht anfassen. Ich habe mein Handy auf Logos vergessen zu stellen, den ich ja gerade kurz Pause gemacht habe. Und ein paar Carpados gefangen habe. Ein heute Community Days, wollte ich sagen. Ich habe halt bisher nur unsinniges Zeug hier. Was soll ich da machen? Aua. Tut mir halt auch weh, wenn die da drauf hauen. Jungs. Ich kann sie leider noch nicht wieder reparieren. Mir fehlen meine Sachen von eben. Oh, Eveling. Ah, ich habe nicht mehr genug Tony-Com-Slots. Eveling kennen wir ja schon. Purer Sprung kann nach Hause gehen. Garzelle zum... Spezialmunition. Ja, kennen wir auch. Entschuldigung. Ich habe bei der Aufnahme Angst, Knöpfe zu drücken. Weil ich immer Angst habe, ich mache irgendwas kaputt. Und ich habe überhaupt keine Lust, diese Folgen zu rendern. Also. Das Seltsame ist, obwohl ich da voll die mega High Quality einstelle und das hinterher auch mega High Quality mäßig aussieht, immer wenn ich Sachen gerendert habe, sieht das hinterher auf YouTube ganz bescheiden aus. Leider manchmal auch in der Aufnahme direkt dann, also in der
ausgerenderten Aufgabe direkt. Es ist halt Mist, ne? Darum würde ich versuchen, das gern zu vermeiden. Ja, besprechen wir das doch. Daher muss ich mich benehmen und nicht die falschen Knöpfe drücken. Komische. Ja, der macht Dancy Dancy, macht er. Hier ist ein Engel. Na dann, kümmere dich mal. Ich bin gerade eh auf High Alert. Aua. Mach mit den Mädchen, was du willst. Verpfusche deinen Körper mit Adam. Die perfekte Gleichung des Sphinkers hat alle Möglichkeiten auf der Rechnung. Die beiden. Selber Hups. Mit deinem Geld. Oh, warte. Diese neuen Bots sind echt furchtbar. Tun mir mehr weh als die Gegner. Ja, ich lass die da mal ein bisschen rumspielen. Ich kann halt ich nicht raus. Ich hätte gern, dass wieder Kinder schneller sammeln. Oh, da kommt so ein Dicker. Bist du soweit? Ja, komm. Sind wir jetzt wieder zusammen, Daddy? Ja, auf jeden Fall. So, ein bisschen Elm dazu gewonnen. Die beiden spielen Leuchtfackel. Aber sie haben, naja, sie haben versucht zu helfen. Aber warte mal, wenn ich kann nicht die beiden nicht deaktivieren. Oh Mann, jetzt habe ich gerade was getrunken, jetzt ruckelt's im Hals. Das ist nicht nett. Nachdem ich schon Kopfschmerzen habe, dann kümmere ich mich wenigstens drum. Aber so ist das auch nicht nett. Aha. So, Fleisch. Ist da noch ein Roboter, den man kaputt machen kann? Leider nicht. Gut aufpassen, dass wir alle kriegen. Hier waren wir eben drin, ne? Gehört uns. Okay. Eine Leiche haben wir gesammelt. Das muss ich gleich mal. Adam, ganz in der Nähe. In die richtige Richtung gehen. Oh, warte doch nicht. Warte, stinke Wolke. Ich komm mit. Aber hier müssen wir scheinbar eh lang. Passt sich also ganz gut. Hier gehen wir natürlich noch nicht her. Erst nachdem wir alles haben, was wir brauchen. So schön. So, Ammo, Mini-Geschütz. Das ist nett. Game Design. Hi. Eckpfeil mittendrin versteckt. Habe ich gesehen. Oh, habe ich gesehen. Oh, shit. Wenigstens oh, wird dich das nicht überraschen. Also, Rabunenspeer, Dingsbumsteil. Ernsthaft? Au. Da ist auch noch einer. Alter Jungs. Sind vielleicht so zwei, drei ein bisschen viele. Da ist auch noch so ein Ding und da ist auch noch ein Ding und oh Gott, das ist so am Arsch. Das funktioniert. Bin ein bisschen am Arsch. Oh shit. Nein. Komm, wir damit. Jo, erster Tod incoming. Oh. Boom! Genau im Zeitplan. Ah, fuck. Ich hatte nichts mehr.
Nix. Hey, Kitty, ne? Du bist netter als andere Daddys. Ich war gar nicht weg, so quasi. Ah, das ist doch... unfair. Aber immerhin haben wir auch im Hauptspiel... Naja, wir sind ein paar Mal gestorben, das schon. Aber ich glaube, in vertretbarem Maße. Manchmal war es halt wirklich etwas unfair. Manchmal habe ich mich ziemlich blöd angestellt. Und manchmal ließ es sich nicht vermeiden. Aber ich glaube, so insgesamt war ich nicht so doof. Da ist noch einer. Ja, nee, brauchen wir jetzt keinen Verbandskasten. Ah gut, da habe ich mich jetzt gerade in die falsche Ecke gerettet. Quasi. Aber wir sind halt auch noch nicht sehr gut ausgerüstet, ne? Nichts verbessert, nichts gemacht. Das ist eigentlich ziemlich scheiße. Die Hackdinger, wie ich bräuchte, haben wir leider nicht. Aber gut, wir haben natürlich eben... Das ist wieder so ein kleiner Unterschied, ne? Wenn man... Eben waren wir fett, brezig und mass unterwegs. Da hatten wir ja alles. Alles und jeden und nochmal und so. Und jetzt haben wir, ja... Eigentlich tatsächlich... Da haben wir die Muni. Die Harpune. Jetzt haben wir im Grunde überhaupt nichts mehr. Der hier hat Adam. Ja, ich... Na gut, der hier kann jetzt ein bisschen mithelfen. Das ist mir eigentlich ein bisschen wenig dafür, dass wir eigentlich keine Muni haben oder sonst sowas. Wir haben nur einen einzigen Verbandskasten. Oh, Kopfspritze versteckt. Oh, wir sind voll. Alles so viel hätten wir Eve-Spritzen, wird es uns gut gehen. War ja noch wer. Vergaß. Da gerne rankommen zum Hacki-Hacki machen. Okay. Jetzt ist er lieb. Little Sister Robotics. Oh, sie haben versucht, die Little Sister nachzubauen, nachdem sie keine mehr hatten. Hallo. Wenn sowas passiert, wenn man den einzigen Menschen verliert, an dem einem etwas lag, in einem Krieg, mit dem man nichts zu schaffen hat, dann zieht man Bilanz. Was hatte ich aufgegeben? Was hatte Pearl aufgegeben und wofür? In dieser Zeit begann ich, Mr. Ryan zu verstehen. Und so ging ich mit meinem Know-how nach Rapture. Ich baute den Thinker für ihn. Und er ist jetzt alles, was ich habe. Manchmal frage ich mich, was wäre gewesen, wenn ich mich Ryans Ansichten damals ein bisschen früher angeschlossen hätte. Ja, Power kann einen ziemlich schnell bemannen. Vor allem, wenn man eigentlich sogar an allem unschuldig ist. So, einmal richtig hinsetzen. Muss ja hier ready sein für die nächsten Gegner. Aber unseren einen Tod für diese Sendung hier und das reicht jetzt auch. Ich will nicht mehr sterben. Ja, dann wollen wir mal eine Runde sterben, indem wir Adam sammeln lassen. Bin ich so ganz glücklich mit dem, was wir haben und was nicht. Aber naja. Haben wir auch nichts, womit wir uns irgendwie aushelfen können. Ja, wir haben jetzt die Mini-Geschütze. Vielleicht können wir... Adam, Daddy. Ja, komm. Holen wir es uns. Sag ich. Schlafende Engel leuchten. Adam, mal hier leuchten. Und einmal da. So. Siehst du das Licht im Bäuchlein? Den haben wir auch so gut wie nicht. Wir haben eigentlich, ja, gar nichts. Gar nicht ist nicht viel. Vor allem haben wir nur scheiß Plasmide. Au. Ich will meine Schwere zurückholen. Lass mich auf die Augen, Daddy.
Geh auf seine Augen! Ja, kein Problem. Mach du mal einen fertig da. Wieder einer hinter uns. Sollte ich hier drüben warten. Hui. Sie ist gleich fertig. Sehr gut. Hi. Danke. Daddy, ich bin fertig. Das ist super, Kitty. Ja. Machen wir gleich. Oh, daneben. Du willst seinen Arbeitgeber beschädigen. Ja, genau. Das ist mein Plan. Hier, dein Bonus. Ganz bald. Boah. Puh, okay. Also es macht mehr Spaß, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist. Aber wir haben es hingekriegt. Gut, da oben war auch gleich einer zum Abgeben, habe ich gesehen. Ich wollte nur mal ganz kurz... Ja, 600 ist immer noch Kapazitätsgrenze. Auch hier. So, wir sind natürlich nett. Haben wir gelernt, sei immer nett, sonst ist das nicht gut. Danke. 180 Adam. Naja gut, immerhin. Das ist also auch erledigt. Was war jetzt eigentlich unser eigentliches Tun? Nochmal ganz kurz, ob wir was haben zurücklassen müssen. Den haben wir, glaube ich, noch. Den haben wir nicht benutzt. Oh, ein paar Chips und ein Verband. Dann konnten wir uns wenigstens ein kleines bisschen wieder hochheilen. Ich werde mal da hochgehen. Aber der Weg ist hier hinten. Okay. Oh, ganz kurz, ganz kurz. Oh nein. Okay. Na ja, eigentlich wieder zurück, oder? Wir haben gar kein Questfile. Nicht abdrücken. Da ist ganz und gar nichts. Da vorne waren wir noch nicht. In die Workshops. Hier liegen ein paar kleine Little Sisters. Ich werde Teile davon. Dann wissen wir jetzt, was das ist. Echt schon wieder ein etwas Stabiles. Was? Wie, du lebst noch, wollte ich gerade sagen. Offen. Ja, nur ein Speer wieder bekommen. Also. Siehst mich nicht. Ich bin unter dir. Sogar funktioniert. Ein Werker. In deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve wieder in Topform bringen. Wir brauchen mehr hier. Halt Schub an das Inferno. Ja. Wiedersehen. Können wir sie mit Eve wieder etwas reparieren? Sehr gut. Hat den hier ausgenockt. Dann nehmen wir doch Rebecca gerne mal mit. Ja, ein bisschen vorsichtiger. Jetzt seid ihr auch nicht mehr ganz so rein. Okay. Ja, toll. Natürlich habe ich ihn da nicht getroffen. Aua. Würde ich gern hacken, wenn du mich lässt. Er hat sich geheilt, die Fifi, der Hund, der Fifi. Oh, steckt in der Wand drin. Pop-Cola. So, den hätte ich mir auch gerne.
Ja, Benjamin ist nicht so cool wie Rebecca, aber... Reparieren. Bitteschön. Wie geht's dir, Benjamin? Benjamin ist fit. Ich finde das so niedlich, dass die Namen haben. Ah, da ist schon wieder was Rumsi-Bumsiges. Ja, jetzt ist Rebecca nicht mehr ganz so fit. Komm mal her, ihr beiden. Wenn wir was haben momentan, ist das Eve. Daher können wir die locker wieder herstellen. Drin, schade. Achtung, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Okay. Der ist deaktiviert. Komm nicht weiter. Na gut. Und ein Laser. Achso, nochmal einen davon. Bisschen Muni. Oh. Kommen wir noch theoretisch wieder durch, ne? Frage ist nur, dürfen wir es oder dürfen wir es nicht? Wir dürfen. Okay, das ist zum Glück komplett gruselig. Das ist sogar ziemlich gruselig. Absaugerbox. Erstmal hier und... Oh Gott. Randalieren ein bisschen. Oh, ist die gruselig. Wieso sehen die alle gleich aus? Ich hör auf, da ständig diese Dinge einzublenden. Ich will mir die angucken. Gruselig. Das ist eigentlich nur das Geld. Kann ich eh nicht nehmen, ne? Oh. Robotzer, Little Sisters? Robotzer, Little Sisters? Klar, Mr. Rhein, sicher! Wir übernehmen den Auftrag, sicher! Ja, wir strecken alle Entwicklungskosten Nein. vor! Gar kein Problem! Jungs, nein. Und wenn die Big Daddies nein. die kleinen Roboter-Mädels ignorieren in allen euren tollen Praxistests. Ah, sie kommen da durch. Teufel, was sollen wir mit einer ganzen Charge von diesen unnützen Dingern? Der war ja fast ein bisschen besoffen, oder? Alter, stirb. Ich wollte nur den Safe hacken. Hacken. Ich brauch doch mal wieder ein paar Medikits. Probier's einmal noch. Einmal. Noch einmal. Na, immerhin. Und es war kein Medikit drin. Natürlich nicht. Auch zu einfach gewesen, wenn ich das bekommen würde, was ich haben möchte. Okay, aber hier haben wir einen der Roboter erwischt. War also quasi so ein kleiner Geheimraum. Na, ihr beiden. Hier, man kriegt ein bisschen Eve. Aber auch Benjamin. Ja, feiner Benjamin. So schwebt bin ich im Gesicht rum, liebe Leute. So, den würde ich gerne haben. Und noch ein gratis. Das finde ich gut. Oh, was haben wir hier? Ein Nieten. Ein komischer Raum. Oh, noch ein Speer. Sehr gut. Die haben zu viel Geld. Oder wir auch, besser gesagt. Aber hier waren wir ja vorhin schon. Dann haben wir das so gesehen. Hier doch nicht. Der Eingang hier.
Warum haben wir auch schon ein Ründchen gedreht? Die hat da was, was ich gerne hätte. Bestimmt hätte ich das gerne. Aber ich verstehe, das Ding ist mir im Weg. Das heißt, ich muss das da erstmal wegfahren, weil sonst komme ich nicht darüber gewatschelt. Hier soll ich mir was anhören. Oh, der Turing-Test. Pearls Tod hat für lange Zeit meine Denkfähigkeit blockiert. Aber schließlich konnte ich über Alan nachdenken und seinen Intelligenztest für Maschinen. Ich weiß noch, wie ich über die Idee grinste, dass ich ihn schlagen und eine Maschine bauen könnte, die in der Lage wäre, Turing selbst zu duplizieren. Damit würde ich es dem Alten zeigen. Aber dann wurde mir plötzlich klar, dass es mir eigentlich gar nicht darum ging, Alan nachzubauen. Es ging mir um Pearl. Also seine Frau als Computer nachbauen, indem er sie verloren hat. Oh oh. So, das wird bestimmt 2-3 Leute auf dem Plan. Weil es wäre zu schön, wenn nicht. Ja. Eidersbläser. Furchtbar. So viele Arten und Weisen. Könnten wir uns ranholen wahrscheinlich. Der Independent Reasoning Prozessor des Thinkers läuft schon seit mehreren Monaten. Sein Abschneiden bei Standard-Intelligenztests verbessert sich weiter. Starte täglichen Stimmsynthesetest. Guten Morgen, Thinker. Wie geht es dir? Akzeptabel. Erbitte Fortführung des letzten Konversationsthemas. Pearl Porter. Ah, meine verstorbene Frau. Ja, ich würde dir gerne von ihr erzählen. Ich habe einige alte Audioaufnahmen, die wir gemeinsam angefertigt haben. Die könntest du dir anhören, wenn du möchtest. Akzeptabel. Starte Input der Pearl Porter-Daten. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, mein Freund. Oh oh. Oh oh. Großes Oh oh. Electrobolt. Lass dir das Licht nicht ausknipsen, nutze Electrobolt. Denk daran, dass betäubte Gegner äußerst anfällig für Melee-Attacken sind. Betäuben Sie Ihre Gegner mit 1000 Volt. Setzen Sie Wasser unter Strom, um den Stromschlag zu verstärken. Hört auf, mich zu bewegen. Das ist gruselig. Wieso immer Puppen? Puppen und Spinnen. Furchtbar. Wieder kein. Ja, wir brauchen jetzt mal irgendwie langsam mal wieder was zum Heilen. Weil am Gate sollte es nicht liegen, tatsächlich. Muss ich mal wohl welche kaufen. So, jetzt haben wir den Stromschuss. Yo, Daddy, bist du böse? Ach, sie hat, er hat eine dabei. Hat er? Dann noch zwei. Na dann. Was ist sie denn? Ich höre sie, aber sehe sie nicht. Hab mich, Mr. Bubbles. Unsere Engel wachen auf. Ach da. Das ist aber süß, wie er auf sie aufpasst. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Hey, aufhören, die Attacke ist gerade doof. Cheat. Okay, ist allgemein gerade doof. Gib mir wohl erst neue. Oh. War irgendwas, was euch besser geeignet wäre gerade? Oh, das ist nicht gut. Oh, wir haben kein Leben mehr. Scheiße.
war nicht zufällig was zum Hochheilen, ne? Nein. Wir haben im Grunde kein Leben mehr. Oh. Er hat zwar noch nicht geschossen, aber er hat uns getroffen. Okay, wir sterben jetzt quasi hier öfter. Jetzt im ganzen Hauptspiel. Wenn sich die Steinmänner um und machen. Warte mal kurz. So. Das war ja fast kein Problem. Na, ja, er kommt. Hat so ein bisschen Geld ausgegeben. Ist okay. Kann man die Form des Universums von innen sehen? Nein. Das Thema einfach so aufploppen. Dann sind wir fast voll an Geld. Naja. Uns mal nicht beschweren, ne? Bohrertreibstoff, Niete. Na gut, der Rest. Haufen. Ich weiß nicht, wer das tut. Hier ist der Adam. Schön! Das freut mich. Haben wir die gehackt? Die hackt? Scheinbar. War das. Ah, dann war das die. Okay. Ich weiß wieder ungefähr, wo wir sind. So, wir sind bei 31 Minuten. Ich würde sagen, das Adam holen wir uns noch schnell und dann beenden wir diese Folge. Schlafende Engel auf. Ah, shit. Lang in meinem Kopf besser als es. Ich schenk dir Boden und Bänder. Warum tust du das? Ich hier raus, was ich brauche. Norton, das weiß ich. Ein verstecktes Problem. Das machst du wohl mit Absicht. Nein. Was denkst du von mir? Nichts, okay. Nichts ist gut. Oh. Hab ich den jetzt angeblich schon wieder getroffen? Nein, lass ihn ruhen. Das wirst du bereuen. Lass sie ruhen. Ah, mach mal hin. Mach ihn auf, Dad. Das ist nicht der richtige Zwarsicht. Selber Arschloch. Ich find's schön, wie die kleinen Sisters hier einfach weitermachen. Du juckt die gar nicht. Die Welt um sie herum explodiert. Egal. Bin ich immer in Sicherheit. Komm mal her, du, ja. Das ist schon wieder viel zu viel Geld. Aber wir haben auch schon wieder ein bisschen was ausgegeben. Dann holen wir uns jetzt mal. So. Wenn wir das Geld eh wieder reinkriegen, ist es auch nicht unbedingt verschwendet. Bloß wir sind voll an Laserzellen. Na dann, wollen wir hier mal hinswitchen. Wollen wir nicht mehr. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Gravity Well. Ja, die Staubsauger-Bots nochmal kaputt machen. Oh, es gibt verschiedene Abteilungen hier. Geh zum Betriebstrakt. Ja, lass mich hier nicht raus. Ah, ich will raus. Gut. Okay, dann machen wir jetzt aber schnell den Cut, weil ich würde gerne wieder speichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.